Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte, immer noch in der Open-Beta-Version 1.0.3 Open-Beta 4. Und ja, wir spielen wieder eine ganz gemütliche Runde von dieser Modifikation. Wir hatten ja in den letzten Tagen sehr viel den neuen Emergency-Teil auf dem Kanal gesehen. Ab jetzt soll es quasi im Wechsel weitergehen. Eine Folge bzw. eine an einem Tag Lüdenscheid, am nächsten Tag dann der neue Teil, dann wieder am nächsten Tag Lüdenscheid, dann wieder der neue Teil, sodass wir da einfach ein bisschen Abwechslung haben. Genau, so ist auf jeden Fall der Plan und ich freue mich, hier wieder zurück zu sein. Ich muss nur gerade mal wieder gucken hier, wie hat das eigentlich funktioniert. Ich habe die letzten Tage eigentlich nur den neuen Emergency-Teil gespielt und muss jetzt gerade erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Ich bin es jetzt gewohnt, nur noch mit 5 Einheiten quasi alle Einsätze abzuarbeiten. Und natürlich muss ich mich jetzt erstmal wieder umgewöhnen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Man ist eigentlich, glaube ich, sehr schnell hier in diesem System wieder zurück. Genau, ja, neuer Emergency-Teil, was soll ich dazu sagen? Beziehungsweise, was kann ich dazu sagen? Muss eigentlich sagen, der neue Teil macht schon auf irgendeine Art und Weise Bock. Ja, man darf ihn nicht als Nachfolger von diesem Teil hier sehen. Und gerade auch durch die Modifikation ist man natürlich auch einiges mehr von den alten Teil hier quasi gewohnt und weiß eigentlich, was Emergency eigentlich alles kann, dank Modifikation. Und beim neuen Teil ist einfach komplett alles anders, sodass man halt auch einfach sagen muss, es ist nicht wirklich ein Nachfolgeteil und einfach was. Man muss es so ein bisschen meiner Meinung nach wie so ein separates Spiel sehen. Man hätte vielleicht, ich bin ja der Meinung, hatte ich auch auf Discord drüber geschrieben mit ein paar Leuten, ich bin ja der Meinung, man hätte diesem Titel hypertensive Krise vielleicht einen anderen Namen geben sollen. Ja, damit nicht jeder irgendwie einen Nachfolgeteil erwartet, sondern dann hätte jeder irgendwie ein anderes Spiel erwartet und hätte sich dann drüber gefreut, weil so wie es ist, macht es eigentlich Bock. Aber jeder erwartet halt ein bisschen was anderes, wenn da Emergency steht. Das ist, glaube ich, auch so einer der Sachen oder einer der Gründe, warum es da so Kritik hagelt. Auf Steam ist das Spiel, ich weiß nicht, ob es immer noch auf größtenteils negativ bewertet ist. Meiner Meinung nach hat es das nicht verdient, weil es macht schon Bock und je länger man es spielt, desto mehr Bock macht es tatsächlich. Nicht Rettungshubschrauber, ich wollte eigentlich Umleitung erstellen. Desto mehr Bock macht es tatsächlich. Und deswegen finde ich dieses größtenteils negativ schon echt hart. Echt hart, aber wenn man natürlich an die Sache so rangeht, denkt sich ja, neuer Emergency-Teil, man erwartet dann einen neuen Emergency-Teil und kriegt kein Emergency, sondern irgendwie ein anderes Spielprinzip. Klar, dann ist man enttäuscht und es hagelt negative Kritiken. Das ist dann so ein bisschen das Problem. Aber gut, mal gucken, ob sich das mit der Zeit noch irgendwie ändert und dann auch wieder vielleicht ein bisschen positivere Bewertungen auf Steam geschrieben werden. Das Einzige, was ich wirklich hart kritisieren würde bei dem Spiel mittlerweile, ist einfach der extrem teure Ingame-Shop. Habe ich schon in den anderen Emergency-Folgen ein bisschen bemängelt und es kommen immer mehr Stimmen auf, wo sagen, der ist einfach richtig übertrieben teuer, richtig frech teuer. Und da bin ich mal gespannt, ob die Entwickler da vielleicht noch einknicken und das wenigstens ein bisschen günstiger machen. Weil so wie es wirklich ist, ist es einfach, ja, wenn man ehrlich ist, too much. Es ist too much. Wenn man so zwischen 80, 90, 100 Euro pro Länderskin irgendwie dann ist für alle Fahrzeuge, ist es einfach zu viel. Ist es einfach zu viel, kann man leider nicht anders sagen. So, er blockiert hier leider so ein bisschen die Fahrbahn. Ich bin noch überlegen, ob ich ihn rauslösche oder ob er sich vielleicht noch fängt. Solange es jetzt keinen Stau hier gibt, würde ich das einfach gerade mal so lassen. Und ja, wir müssen jetzt gerade mal abwarten, bis die Feuerwehr da ist. Ich habe jetzt vorher extra mal nichts alarmiert, ja. Ich wusste zwar, dass wir mit der Polizei hier nicht weit kommen. Ich wollte aber erstmal die Polizei tatsächlich jetzt hier aufdecken lassen. Und die waren jetzt hier da und haben jetzt die Umleitung eingerichtet quasi und jetzt warten wir einfach, bis die Feuerwehr irgendwann eintrifft. Ist schon auf dem Weg, ist gerade Höhe Krankenhaus. Ja, aber ich glaube, bis sie auf der Autobahn ist, das wird noch ein bisschen dauern. Na gut, wir gucken gerade mal hier bei der hypertensiven Krise. Sind wir hier oben rechts auf der Map quasi unterwegs. Brauchen wir auch noch ein bisschen. Eieieiei, das ist natürlich nix. Ich muss gerade mal ganz kurz pausieren, es geht gleich wieder weiter. So. Da bin ich wieder zurück, musste ich kurz mal ans Handy gehen, wichtiges Gespräch mal wieder und jetzt machen wir hier ganz normal weiter. Gut, wir haben da auf jeden Fall schon mal ein NEF, bringt mir zwar aktuell noch nicht ganz so viel. Und ich würde sagen, die anderen Einheiten schicke ich wieder weg, weil hier haben wir 5 Fahrzeuge, mehr darf ich nicht mehr nehmen. Nein, Quatsch, so ist das Spielprinzip halt beim neuen Emergency.
Aber das macht es halt auf irgendeine gewisse Art und Weise spannend, weil man da ein bisschen mehr managen muss, ein bisschen drüber nachdenken muss, was man macht und so weiter und so fort. Hier, wenn da halt irgendwas mal schief läuft, schickst du halt weitere 10 Fahrzeuge raus, ist wurscht, solange du genug da hast. Bei dem anderen Teil musst du halt genau planen, ja, wie muss ich jetzt von der Reihenfolge vorgehen? Es brennt gerade, ich kann, ohne dass die Flammen weg sind, nichts machen, also muss ich erstmal löschen. Und so weiter und so fort. Und wenn du gelöscht hast, musst du die Person erstmal rausschneiden, bevor du die Rettungswagen dann halt rufen musst, ja. Da musst du halt immer komplett umplanen. Aber das ist natürlich dann richtig anstrengend, wenn du mehrere Einsätze auf einmal offen hast. Aber das macht es halt auch, wie gesagt, irgendwie spannend. Und für so einen separaten Teil, es ist ganz nett. Es ist ganz nett, wirklich am Ende. Gut, wir haben hier auf jeden Fall gerade Gepiepse, weil ich muss den Notarzt dahin schicken und wir springen wieder zurück zur Autobahn. Wir werden hier in dieser Folge wieder übrigens ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen bei den Einsätzen gucken, dass wir da vielleicht, ja, die schön interessante gestalten und so. Ist das nicht derjenige, der hier so quer stand, nicht weitergefahren ist? Jetzt steht er so da. Ich würde den gerne rauslöschen, weil ich möchte dann hier ein bisschen Funktionen, ich möchte hier dann so ein bisschen absperren. Damit es ein bisschen schöner aussieht auf der Autobahn, genau. Ja, setzen wir doch gerade einfach da mal ein paar Pylonen hin. Wobei, wenn ich die so schräg setze, ist das auch ein bisschen blöd, weil wir haben ja die Ausfahrt, die ist ja quasi offen. Da müsste ich theoretisch... Ja gut, lassen wir so. Die Autofahrer werden schon raffen wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ich hoffe es. So, wir können auch hier schon mal in das Fahrzeug reingucken. Das eine, ich habe mal zwei Rettungswagen hierher geschickt, einen NEF. NEF für das Fahrzeug, was gebrannt hat, ja, für Notfall. Und halt die zwei Rettungswagen zum Transportieren und vielleicht auch behandeln, mal gucken. Ich finde es aber schön, dass man im neuen Teil es jetzt so gemacht hat, dass der Sunny vom Rettungswagen auch leicht verletzte Personen behandeln kann. Das hat mich bei diesem Teil hier so ein bisschen gestört im Standardspiel, weil im Standardspiel der Sunny, der kann halt nur transportieren. Du musst halt überall Notarzt hinschicken, im Standard Emergency 5. Hier in der Lüdenscheid-Modifikation ist natürlich alles ein bisschen realistischer und ein bisschen anders da. Da kann der Sunny auch leichtere Verletzungen behandeln und ohne Notarzt arbeiten. Genau, jetzt habe ich die Taste R gedrückt, um das Fahrzeug wegzuschicken. Ich muss aber hier die Taste E drücken. Im neuen Emergency ist das halt die Taste R. Kann sein, dass ich da ab und zu ein bisschen durcheinander komme. Gerade wenn ich dieses Spiel jetzt ab und zu mal durchmixe. Ich werde immer mal so einen Tag 2, 3, 4 Folgen Lüdenscheid aufnehmen. Am nächsten Tag dann 2, 3, 4 Folgen neues Emergency. Und da muss man sich halt dann immer so ein bisschen wieder einspielen. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, Notarzt muss mit. Genau. Und hier müssen wir die Person rausschnibbeln. Ich hoffe mal, wir haben nur leichte Verletzungen. Ob so ist, werden wir gleich sehen. Ich bin überlegen, ob ich hier noch ein paar Pylonen hinsetze. Ja, ich glaube, ich würde als Autofahrer das verstehen, dass ich abfahren darf. Wobei das mit der Polizei mit den Pfeilen allerdings auch ein bisschen verwirrend ist. Aber wenn hier die komplette Spur frei ist und ich sehe, die Ausfahrt ist frei, dann und hier nichts versperrt ist, da kein Polizist steht und rumwinkt, dann würde ich hier langsam vorbeifahren. Sehr wahrscheinlich. Weil wenn die hier wollen würden, dass hier auch zu ist, wären hier auch Pylonen. Oder die hätten hier hinten schon abgesperrt. Ja, das ist ja meistens dann so gemacht, dass die Autofahrer es eigentlich raffen können. Also ich gehe mal stark davon aus, es würde kein Unglück passieren hier an der Stelle und es wäre einigermaßen ordentlich abgesichert. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Typ natürlich da jetzt mit der Kelle ins Fahrzeug reinwinkt, sieht ein bisschen dämlich aus. Ich hoffe mal, wir erwischen auf dem Foto einen schönen Punkt, wo man das nicht so ganz dolle sieht. Ja, was natürlich immer auffällt, wenn man so runterzoomt, es kann sein, dass das ein oder andere Fahrzeug auf der Rückseite vor den Reifen keine Fläche hat. Und dann kann man da halt leider durchgucken. Aber egal, passt schon. So. Erste Person ist rausgeschnitten. Wir sind extrem langsam, habe ich das Gefühl. Deswegen kann es vielleicht ein bisschen eng werden. Aber gut, wir schneiden jetzt auch mal die Person raus von dem Fahrzeug, wo gebrannt hatte. Und wie sieht es hier aus? Ja, hier fährt eigentlich kein Auto so wirklich lang. Es ist sehr ruhig aktuell hier an der Stelle. Der kann weg. Genau, ich habe die richtige Taste gedrückt. Wunderbar. Hypertensive ist abgeschlossen. Und ich finde, wir brauchen hier mehr Geblinke. Oder? Heckwarner an. Heckwarne an. Irgendwie ist meine Maus so langsam. Habe ich die aus Versehen langsamer gestellt? Nö, das glaube ich. Ist Maximum. Ja, ich habe nämlich so Tasten auf meiner Maus drauf, da kann ich die schneller und langsamer machen. Und ab und zu komme ich da aus Versehen mal drauf und dann ist das ein bisschen langsamer. Und gerade wenn man halt einen größeren Monitor hat, man tut sich hier dann einen abschieben mit der Maus. Und das ist sehr unangenehm.
Und deswegen ist sie ziemlich schnell eingestellt. Der ein oder andere findet es vielleicht zu schnell, aber es ist schon so angenehmer. Nur ich brauche unbedingt mal ein Mauspad, dadurch, dass ich ja sehr, sehr viel aufnehme. Die Schreibtischplatte vom IKEA schon so ein bisschen durchgeschubbert. Ist irgendwie krass. Ja, klar, IKEA, ja, das ist Pappe beklebt mit so einer Holzoptik. Und wenn diese Folie halt ein bisschen, wenn du da drauf rumreibst, dann irgendwann ist das Holz weg. Es ist einfach nur noch so beigefarben an der Stelle, aber es ist kein Holzmuster mehr da. Das ist natürlich auch ein bisschen schwach. Aber gut. Ich finde es ja immer wieder krass. IKEA-Möbel, das ist ja gar kein Holz mehr. Ja, ich hatte mal, jeder kennt diesen IKEA-Couchtisch. Quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. War kaputt. Ich habe mir gedacht, ja, ich zersäge den und bringe den dann ganz klein gemacht weg quasi oder stopfen halt mal in die Tonne. Ich habe dann beim Sägen gemerkt, dass ich nur Pappe durchsäge und nur am Rand kleine Holzklötze sind, wo die Gewinde quasi drin sind. Das war schon ein bisschen schockierend. Ich habe zwar gewusst, dass das viel aus Pappe ist, aber so viel aus Pappe ist dann doch irgendwie krass gewesen. Das Schöne ist, du konntest halt einen Großteil irgendwie in Altpapier schmeißen, weil es halt wirklich nur Pappe war. Das ist halt wirklich krass irgendwie. Da hattest du pro Fuß quasi 4 kleine Holzblöcke, kleine Quadrate. Und das war halt irgendwie mit der Pappe befestigt, angeklebt oder so. Und dann war da einfach so eine, ja, Laminierung drauf, so eine Folie mit Holzoptik. Beziehungsweise in Weiß einfach nur. Und das ist schon irgendwie krass. Gut, brauchen noch einen Notarzt. Beziehungsweise er soll sich erstmal darum kümmern. Und hier, wir schicken nochmal einen zweiten raus. Wir brauchen ja für den Transport dann einen weiteren Notarzt. Ist auf dem Weg. Und ja, dann können wir eigentlich gebrochenes Bein. Und schon mal so halb startklar machen. Ja, die gebrochenes Bein. Rettungswagen kommt. Und ich glaube, dieser Schreibtischplatte, wir haben nur als Schreibtisch quasi, weiß nicht, wie groß die Platte ist, 2 Meter, 2,50, 3 Meter, nee, 3 Meter nicht, 3 Meter wäre ein bisschen viel. Keine Ahnung, IKEA bietet ja auch einfach nur so Platten an, wo du dann 5 Füßchen dran machen kannst und dann hast du quasi so eine Schreibtischplatte. Das haben wir quasi, da steht mein Computer drauf und Katrins Computer nebeneinander quasi. Ist immer in Discord ein bisschen schlecht, wenn wir da im Sprachchat drin sind, weil das überschlägt sich alles immer ein bisschen. Und Push-to-Talk ist halt irgendwie auch doof. Ja, und so eine Platte haben wir und das ist ja auch nur, das ist auch nur Pappe quasi, wahrscheinlich 5 Holzklötze drin, wo du die Füßchen anschrauben kannst, beziehungsweise die Beine von dieser Schreibtischplatte und das war's. Das ist halt IKEA. Ich habe da sowieso mal was Interessantes gesehen, dass die IKEA-Möbel früher auch stabiler gebaut waren. Heutzutage ist extrem viel aus Pappe. Früher war da doch noch ein bisschen mehr aus Holz. Und obwohl jetzt viel mehr aus Pappe ist und das eigentlich von der Produktion her günstiger ist und so weiter und nicht mehr so langlebig ist, sind die Möbelstücke alle teurer geworden. Das ist auch irgendwie so eine Sache, ja, ist nicht so ganz schön. Ist nicht so ganz schön, muss man auch sagen. Gut, während der da rumläuft, würde ich sagen, soll der Notarzt schon mal hier mit dem Rettungswagen davonfahren. Wir können mal mit der Polizei Abschlepper herrufen. So, Nummer 1 kommt und Nummer 2 schicken wir auch mal raus. Sie sollen hier über die Abfahrtsspur in die Raststätte quasi, oder beziehungsweise sich erstmal auf diese Abfahrtsspur von der Raststätte hinstellen. Der Notarzt kommt schon. Da ist er. Ja, da ist er ja. Ganz feiner Notarzt. Gut, ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob ich nochmal ein cooles Bild hier vielleicht hinkriege, aber ich habe das Gefühl, ich kriege hier kein schönes Bild hin. Wobei, das wäre ganz cool, aber da haben wir die blaue Wand im Hintergrund. Aber das NEF haben wir auch noch nie so von nahen abgebildet. Mit so ein bisschen Gebüsch hier vielleicht doch vor der Optik. Oh, machen wir es einfach mal so. Gut. Ja. Wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir schicken den hier weg. Dann schicken wir den hier los. Lassen hier den Notarzt aussteigen. Der darf dann direkt mal in den Rettungswagen umsteigen. Man halt hier auch die Details sieht in dieser Lynchhead-Modifikation. Ich weiß nicht mehr, wie genau das im Original Emergency 5 war, beziehungsweise Emergency 20. Mit der Innenausstattung vom Rettungswagen. Aber im neuen Teil hast du halt im Rettungswagen gar nichts drin. Der ist halt komplett leer im Standardspiel. Details fehlen so ein bisschen im neuen Teil. Das habe ich ja da auch schon mal gesagt. Weil selbst im Emergency 5, beziehungsweise im 20er-Spiel, im Standardspiel, die Rettungsfahrzeuge quasi, die machen immer beim Stillstehen den Warnblinker an. Im neuen Teil machen die das nicht. Kleine Details, die da so ein bisschen fehlen.
So, ich bin am Überlegen, ob wir die Autobahn ein Stück weiter freigeben, damit die Autos nicht so verwirrt sind, die hier reinfahren wollen würden. Aber gut, ich würde sagen, nee, wir lassen es so stehen. Feuerwehr fährt schon mal weg. Wir warten nur noch auf die Abschlepper. Nur noch auf die Abschlepper warten und dann können wir die Autobahn wieder komplett freigeben. So, wer will von euch? Ich habe euch extra die Auswahl überlassen gerade. So. Ja, wenn ich halt so mache und klicke da drauf, dann rennt derjenige los. Wenn ich halt aufs Fahrzeug gehe und klicke so an, dann Zufallsprinzip, der gerade Bock hat, kann quasi loslegen. Das ist ja auch dann so Details, die fehlt auch im neuen Teil. Könnt ihr gerade mal zugucken. Ich weiß nicht, ob man es bei ihm so sieht. Okay, gebrochenes Bein. Er hat sich jetzt nur einen Verband rausgenommen und drückt ein bisschen auf dem Bein rum und fragt die ganze Zeit, tut das weh, tut das weh, tut das weh. Zack, Verband drum gemacht, Schiene drum gemacht. Und dann geht's ab in den Rettungswagen eigentlich und los geht's. Im neuen Teil ist es einfach so, die Rettungssannis rennen hin, machen so ein bisschen Voodoo über der Person und schon kann es quasi losgehen ins Krankenhaus. Weil hier, wenn der Notarzt zum Beispiel an einen Patient dran geht, in dem Teil, dann packt er eine Taschenlampe aus, leuchtet den Personen erstmal durchs Gesicht, guckt so ein bisschen, ob die Pupillen sich erweitern oder nicht. Da kannst du ja auch sehen, hat jemand eine Hirnverletzung, Hirnblutung oder was weiß ich, kannst du da auch gut erkennen mit. Dann packt er einen Tropf aus, ja, tut den anbringen, hält den hoch, wackelt damit ein bisschen rum. Und so Details hast du halt im neuen Teil nicht. Also beziehungsweise mir sind noch keine solche Details aufgefallen. Da ist, ups, das war die Leertaste. Somit ist auf jeden Fall der alte Teil, was so Details betrifft, auch weiter vorne. So, dann könnt die mal losfahren, ab ins Krankenhaus. Ja, Abschlepper waren immer noch keine da. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die kommen, wenn ich richtig sehe, von hier oben. Nee, das ist ein anderer Punkt. Das ist auch ein anderer Punkt. Die werden wahrscheinlich hier außerhalb von der Map wieder rumgurken. Das wird ein bisschen dauern, bis die da sind. Naja. Ich bin noch am überlegen, ob ich die Pylonen schon mal wegnehme. Und mit dem Auto mal 2 Meter doch vorfahre. Also mich hier hinstelle. Wir haben dann die Pfeile an. Das sollte eigentlich reichen. Man kommt hier aus der Baustelle raus. Man fährt ungefähr... Ah, die Abschlepper sind da. Man fährt hier ungefähr nach der Baustelle. Ich weiß nicht, 60 waren hier, glaube ich, nur. Okay, natürlich, wenn man hier auffährt, hat man keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber da hier ja noch so eine komische Baustelle ist, wird hier wahrscheinlich noch die 60 km/h gelten. Oder die 80, was typisch ist für Autobahnen eigentlich in Baustellen auf Autobahnen. Also man ist recht langsam und dann sieht man den Streifenwagen eigentlich mit den Pfeilen drauf, Unfall, und dann fährst du sowieso langsamer. Oder sagen wir so, man sollte theoretisch langsamer fahren. Ob das jemand macht, ist eine andere Sache. So, aber die Abschlepper sind jetzt eh fertig. Das heißt, ich schicke die jetzt schon mal los, gebe den Befehl schon mal raus. Und dann können wir den in wenige Sekunden losschicken. Okay, Befehl übernehmen die natürlich jetzt nicht. Beziehungsweise habe ich vielleicht die falsche Taste gedrückt? Nee, habe ich nicht. Ja, im neuen Teil kannst du die Befehle quasi schon mal vortippen. Kannst du sagen, ja, einsteigen und dann losfahren. Machen die das. Hier in dem Spiel ist es nicht so. Da musst du halt meistens erst, wenn eine Aktion ausgeführt ist, einen neuen Befehl erteilen. Gut. Einsatz beendet. TH1 VU PKW abgeschlossen. Gebrochenes Bein ist auch abgeschlossen. Ich habe die Zeit jetzt gerade mal ein bisschen schneller laufen, damit das ein bisschen zügiger vorangeht. Hier können wir gerade mal unten reingucken. Rettungswagen plus NEF machen sich wieder auf den Weg zur Wache 4, so wie es aussieht. Der auch. Könnt ihr gerade mal bei der Wache 4 wieder vorbeischauen. Ja, 2 Rettungswagen plus NEF sind unterwegs. Hypertensive Krise hier am Hang. Gut, würde ich da auch bekommen. RTW plus NEF. Haben wir schon gelernt, bei dem Einsatz brauchen wir die. Kommen aus der Berufsfeuerwehrwache 1. Hier klönt es gerade und da rollt der schon mit Blaulicht raus. Ich habe die Zeit noch ein bisschen schneller laufen, deswegen... Das finde ich halt auch so cool, dass sobald man hier alarmiert und die Fahrzeuge ausrücken, fängt das Schild hier an zu blinken und die Fahrzeuge bleiben, glaube ich, sogar hier stehen. Finde ich cool. Wir haben bei uns hier in der Rettungswache, da haben wir auch, oh, sogar die Schranke hier blinkt dann und jetzt geht es wieder aus. Und
Sehr, sehr geile Details, auf jeden Fall. Ich liebe ja so Detailverliebtheit. Das finde ich total schön. Wir haben bei uns ja auch bei der Rettungswache, beziehungsweise da ist auch die Feuerwehr untergebracht, das ist so ein Rettungsstützpunkt quasi. Ist, glaube ich, aus THW, der Rettungsdienst. Die Feuerwehr ist da, glaube ich. Ein paar Meter weiter ist die Polizei und da ist auch eine Ampel auf der Straße. Ich glaube, die geht an. Die war noch nie an. Also ich habe die noch nie angesehen. Aber ich glaube, die geht an, sobald ein Fahrzeug ausrückt. Ob die wirklich genutzt wird, weiß ich nicht. Ich habe die noch nie in Aktion gesehen. Ich habe Rettungswagen da schon rausfahren gesehen, ohne Blaulicht. Nachdem sie auf der Straße waren, haben sie es angemacht und sind erst dann losgefahren. Ob das überhaupt jemand da nutzt, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall sowas. Zwar nicht so ein Schild, aber wir haben eine Ampel, die theoretisch, glaube ich, einfach, wenn die ausrücken oder gerade am Ausrücken sind, dass dann der Verkehr mal kurz ausgebremst wird. Vielleicht wird es auch nur von der Feuerwehr benutzt, weil wenn die Feuerwehr ausrückt, dann hast du ja meistens ja so einen Löschzug, der ausrückt. Das ist zwar bei Freiwilligen Feuerwehren, glaube ich, so, sobald ein Fahrzeug besetzt ist, fahren die los und warten nicht noch, glaube ich, eine halbe Stunde, bis der komplette Löschzug besetzt ist. Kommt drauf an, was natürlich gerade gebraucht wird. Aber könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht sowas, die Ampel dann eher nutzen, wenn dann mehrere Fahrzeuge hintereinander rausfahren. So, wir haben hier die hypertensive Krise, der Notarzt ist schon dran. Ja, Sandy kann gerade warten. Wir können den hier schon mal mit der Trage ausstatten. Ich habe die Zeit gerade wieder ein bisschen schneller laufen, also da nicht wundern. So, nehmen wir auf. In der Zeit kann der Notarzt schon mal hier einsteigen. Der Kollege kann auch schon mal einsteigen. Da muss er noch die Tasche wegpacken, kann auch schon einsteigen. Und dann fahren die los. B1, Heimrauch. Heimrauchmelder, der Schrecken der Nächte. Aber ein wirklich sehr hilfreiches Teil. Also im Notfall wirklich wunderbar, weil kann Leben retten. Und das soll das Ding ja. Ich habe zwar schon öfters mal gesagt, in der alten Wohnung, wo wir gewohnt haben, in meinem Zimmer, der Rauchmelder, der ist so gerne nachts ohne irgendeinen Grund angegangen. Der hat mir so viele Nächte zerstört. Ich meine, wäre was ernst, im Ernstfall gewesen, wäre es super gewesen, der hätte mich gerettet, weil ich davon gut wach geworden bin, weil das so laut war, das Ding. Soll es ja auch sein. Aber wenn man halt, meistens nachts um 01 Uhr, so in dem Dreh, hat das Ding einfach losgedonnert. Ey, da sitzt du im Bett. Und dann läufst du verwirrt durch die Wohnung, guckst, ob es irgendwo brennt oder raucht oder keine Ahnung, oder ob ein Zimmer irgendwas geraucht hat. Dann war da nichts und dann hast du das Ding halt wieder ausgemacht und beziehungsweise das Ding habe ich immer erst ausgemacht, bevor ich mich genau umgeguckt habe, weil das so in den Ohren wehgetan hat. Und ja, dann hast du dich halt wieder hingelegt, warst hellwach, weil du einen Herzinfarkt bekommen hast, fast durch dieses Ding. Also, ja, es rettet einen vor Rauch und Feuer, aber man bekommt einen Herzinfarkt, wenn man dann nachts aus dem Schlaf gerissen wird. Aber die Dinger retten Leben. Wurde ja schon mehrmals quasi bewiesen. Ist auch wirklich gut, dass man eigentlich jetzt eine Pflicht dazu hat, dass man die Dinger benutzt. Aber ist halt doof, wenn sie so Fehlfunktionen haben. Ich weiß halt auch nicht, woran das gelegen haben könnte. Ich habe auch schon überlegt, gehen die Dinger vielleicht bei Staub los, aber selbst nachts, okay, wirst du ja nicht wirklich Staub auf im Bett. Du liegst ja im Bett und dann liegst du da, drehst dich vielleicht mal rum. Ist ja nichts Dramatisches, was du da machst. Und die Sensoren, die gucken ja nicht nach Staub. Ja, die gucken, glaube ich, nach Partikeln in der Luft, ja, nach Rauch und so weiter, aber nicht nach Staubkörnchen. Oh, ich würde das fast als bestätigend Brand betiteln. Okay, gut. Dann haben wir hier noch einen Hydranten, haben wir. Dann würde ich die DLK auch mal aufbauen lassen. Die könnte dann hier auch mal dran gehen und sich Wasser holen. Oh, ich muss die Leute ja... Oh, kacke, ich muss die ja mit Atemschutzgeräten ausrüsten. Lauf, es ist heiß. Nicht, dass ihr mir umkippt, habe ich komplett vergessen. Muss man ja in dem neuen Teil nicht machen. Da ist es einfach nah genug, wenn man nah dran ist, immer zu heiß. Habe ich hier vergessen, dass wir hier die Leute ausrüsten müssen. Eieieiei. Okay, hier bei denen geht's. Sie sind weit genug weg von der Flamme. Müssen wir mal gucken, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Wir spielen natürlich wieder auf Schlimm 7. Und Atemschutzlogik an. Das heißt, wir müssen da das ein bisschen im Auge behalten, weil ich habe jetzt gerade keinen Gerätewagen Atemschutz vor Ort. Da können sich auch gerade mal umziehen. Ja, die haben das hier hinten soweit im Griff. Finde ich ganz gut. Die DLK löscht auch von der Entfernung
Oh, habe ich ein bisschen nah reingezoomt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Fototime. Ich fand das mit der DLK, wenn die hier über die Fahrzeuge so drüber geht, eigentlich voll cool. Muss ich einfach mal auf Bildern festhalten. Ich bin ja momentan so ein bisschen am Überlegen, für die Premium-Mitglieder irgendwie die schönsten Screenshots zur Verfügung zu stellen, dass sie das vielleicht als Desktop-Hintergrund dann nehmen können oder so. Bin ich am Überlegen, weil ich mache ja so viele Bilder in den Spielen. Und ich finde auch, stellenweise haben die so richtig Desktop-Hintergrund-Flair und dann könnte man theoretisch noch ein Wasserzeichen draufgeklatscht oder so und dann ja, hochgeladen als Hintergrundbild oder einfach nur so zum Anschauen. Bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich sowas mache. Ich habe vom Car Mechanic Simulator ein paar Bilder schon mal in Ordner reingeschmissen, wo ich am Überlegen bin, ob ich die anpasse noch ein bisschen, weil ich muss die ja vom Format her ein bisschen anpassen, damit es für die Standardmonitore passt. Und dann vielleicht da hochlade. Muss ich mal schauen. So, wir haben verletzte Personen. Beziehungsweise eingesperrte Personen und auch verletzte Personen drin. Habe ich da schon einen Streifenwagen losgeschickt? Ich glaube ja, den habe ich dahin geschickt. Der soll hier dem gerade mal hinterherfahren. Eine verletzte Person haben wir schon mal draußen. Da ist aber noch eine drin, deswegen schicken wir gerade mal einen Rettungswagen plus NEF noch los. Na, steht der Gruppenführer hier im Weg? Aber der kommt eh nicht durch wahrscheinlich. Da ist aber eigentlich mehr als genug Platz. Ja, den fährt er einfach um. Das ist okay. Und fährt auch hier den Tritt quasi kaputt. Ah, da ist es anscheinend egal. Oh, noch eine Person. Alles klar. Dann machen wir die Straße hier mal dicht. Dann lassen wir nämlich die Rettungswagen und den NEF mal dort parken. Okay, drei verletzte Personen sind es insgesamt. Ja. Was sagt denn die Atemluft? Ist noch okay. Gut. Wir haben alle Personen rausgeholt. Zumachen müssen wir hier angeblich nichts. Weitere Rettungswagen wäre da. Dann kann der gerade hier mal gucken. Das müsste bestimmt das NEF sein. Ja, ist eins, aber nicht das, was ich erwartet hätte. Ah, da kommt es ein anderer. Sehr schön. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar ohne. Nur sicherheitshalber mal mitbestellt, weil wenn du natürlich hier einen großen Häuserbrand hast, da gehst du schon von aus, dass die Personen vielleicht ein bisschen schlimmer verletzt sind. Irgendwas läuft hier merkwürdig gerade. Du brauchst die Person nicht aufnehmen. Ich habe da nur einen falschen Befehl gegeben, weil ich irgendwie um die falschen Personen gekümmert habe. Um den müsste sich mal gekümmert werden. Irgendwie, die wollen sich nicht um die Person da kümmern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat er die beleidigt irgendwie. Ich weiß es nicht. Okay, der Rettungswagen hat gerade ein bisschen Wegfindungsprobleme. Das mit der Wegfindung hat man im neuen Emergency-Teil ein bisschen arg faul gelöst. Also wirklich arg faul. Ja, überall die Parkposition, was ja an sich nicht so schlimm ist in dem Spiel, weil du hast einfach alle 2 Meter eine neue Parkposition. Aber dass halt die Fahrzeuge, die Einsatzfahrzeuge einfach durch den KI-Verkehr durchfahren und kein KI-Verkehr in der Straße fährt, wo gerade der Einsatz ist, das ist halt extrem faul gelöst. Ja, das heißt, hier ist ein Einsatz, ist quasi wie bei Notruf. Faul gelöst. Wenn in der Straße hier ein Einsatz ist, fährt zum Beispiel in der Straße dann kein Verkehr mehr. In dem Teil passiert es. Mit der Polizei könnte man den umleiten. So wie es in der Realität ist. Oder so wie es schön und liebevoller gestaltet ist. Im neuen Teil ist es leider so wie bei Notruf. Sobald hier ein Einsatz ist, fährt in der Straße kein Auto mehr. Die werden immer dann an den Kreuzungen umgeleitet. Oder zum Beispiel hier würde jetzt kein Auto mehr reinfahren. Die würden auch alle geradeaus fahren. Oder hier würde kein Auto mehr kommen und hier entlang fahren. Das ist die faule Lösung. Und die Einsatzfahrzeuge, während die Blaulicht anhaben, beziehungsweise die haben immer Blaulicht an im neuen Teil eigentlich, außer, ja, sie fahren zurück. Aber die fahren immer durch KI-Fahrzeuge durch. Also da würden die einfach durchfahren. Also zack, bumm, puff, durch. Das ist halt irgendwie faul gelöst. Das sieht nicht schön aus. Man sieht zwar recht wenig, weil man ja meistens hier beim Einsatz dabei ist und wenn hier kein Auto fährt, sieht man es nicht, aber sobald man sich mal ein bisschen vom Einsatzort entfernt, sieht man hier so zack, die fahren da durch und fahren da durch die KI-Fahrzeuge durch, schießen einfach volle Möhre über die Kreuzung drüber. Wenn dann ein anderes Fahrzeug kommt, fahren die einfach durch. Das ist halt wirklich halt unschön. Ach, ich sollte mich vielleicht auch mal um die Person hier immer noch kümmern. Ich verdränge das ständig.
Ich bin heute zu gesprächig. Wenn ich zu viel rede, dann konzentriere ich mich nie auf Spielen. Und dann geht immer alles schief. Ja, der ist gut weit gekommen, der Kerl. Ich bin stolz auf den. So, jetzt springe ich wieder hier hin und habe gleich wieder vergessen, dass ich den anderen Einsatz da laufen habe. Was haben wir denn hier? Platzwunden, Körper und Kopf. Und da auch. Das heißt, ich habe keinen Notarzt benötigt. Der auch nicht. ELW kann auch weg. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das. Ich wurde letztens in den Kommentaren gefragt, ob ich noch nicht alle Einsätze durch habe bei Lüdenscheid. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, große Einsätze, weiß ich nicht, ob ich da alle durch habe. Ich glaube nicht. Es gibt noch, glaube ich, größere Einsätze, die hatte ich noch nicht im Let's Play drin. So an sich. Vielleicht gibt es auch noch ein paar kleinere. Und ich meine, Brände, die werden ja immer zufallsgeneriert. Da ist es meistens irgendwo anders. So, ein bisschen Pfeffer für die Person. Das heißt, da hat man sowieso immer ein bisschen Abwechslung. Verkehrsunfälle, ja, wir hatten ein paar, die wiederholen sich schon gerne mal. Aber selbst da gibt es so viele unterschiedliche Varianten, dass sie sich nur alle 20, 30 Folgen mal wiederholen gefühlt. Und dann hat man die schon wieder vergessen und wie die aufgebaut waren und wie man da vorgegangen ist. Das heißt, es ist jedes Mal doch wieder irgendwie ein bisschen was anderes. Das ist halt das Schöne. Das ist halt das Schöne. Du hast hier in dieser Modifikation so viele Einsätze auf dieser Map verteilt. So viele. Dass so häufig Einsätze kommen, die du so lange nicht mehr hattest, oder halt Einsätze kommen, die hattest du vielleicht sogar noch gar nicht, oder Brände, wo hattest du die an Stellen, wo du die noch nie hattest, du hast immer irgendwie was Neues. Und das ist halt immer schön, deswegen kann man dieses Spiel auch so unendlich lange spielen und es wird einen nicht wirklich langweilig, weil du hast halt immer ein bisschen was anderes. Ja, wenn du jetzt... Ich will jetzt nicht über Notruf wieder schimpfen, aber wenn ich jetzt an Notruf denke, du hast halt, was weiß ich, 10 Einsätze höchstens, 15 vielleicht, ja. Die hast du innerhalb 4, 5, 6 Stunden alle schon 2, 3 Mal gespielt, dann ist das Spiel langweilig, weil du genau weißt, was dich erwartet, weil du genau weißt, welcher Einsatz es ist, weil du genau weißt, was du machen musst. Das ist dann langweilig. Ich habe vergessen, den Heimrauchmelder zurückzusetzen, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen verpeilte Folge. Gut, wir schicken nochmal schnell den ELW raus. Der ist aber ratzfatz da. Als Entschuldigung würde ich sagen, überziehen wir die Folge ein bisschen, machen nochmal einen Einsatz. Ich kann auch schon mal die Einsatzstufe erhöhen. TH1, Verkehrsunfall. Verkehrsunfall an dieser Stelle. Weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Hatten wir hier schon mal einen Einsatz oder nicht? Ich glaube sogar ja. Aber das ist auch schon wieder so lange her, dass ich mich da so gut wie gar nicht mehr dran erinnern kann. Ja, wir hatten hier auf jeden Fall in dem Gebiet schon mal was. Aber das ist schon wieder so lange her. Und das ist halt das Schöne. Man hat hier ständig wieder neue Motivationen, Bock auf die Einsätze, weil man halt immer irgendwie ein bisschen was anderes wieder sieht. Oder weil man halt so lange den Einsatz nicht hatte, dass es wieder quasi was Neues für einen ist. Das ist das Gute, wenn man ein bisschen vergesslich ist manchmal. Und mein Notruf ist das halt zum Beispiel nicht gegeben. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich persönlich habe. Ja, natürlich, wenn man jetzt in der Feuerwehr ist oder im Rettungsdienst, hat man noch mehr Kritikpunkte an Notruf. Ich bin nicht vom Fach, ich kenne mich da null aus. Mir ist es ziemlich egal, ob das hundertprozentig realistisch ist oder nicht, weil ich es einfach nicht realistisch kenne. Jetzt kann ich nämlich auch erst die Tür verschließen. Das hat mich vorhin gewundert, dass ich mit der Polizei das nicht zumachen konnte. Ich habe es ein bisschen verpeilt. Ja, zu viel Neues Emergency gespielt. Ja, das ist für mich dann nicht so hundertprozentig wichtig, ob das jetzt hundertprozentig real ist oder nicht. Da regen sich aber halt andere dann drüber auf und sagen, das Spiel ist kacke, ist schlecht. Kann von mir aus, ja. Kann man ja gerne machen, wenn es wirklich, es soll ja ein sehr realistisches Spiel sein, wenn es dann nicht realistisch ist, ist es ein bisschen doof. Verstehe ich die Kritik auf jeden Fall. Aber für mich ist halt der größere Punkt, dass man einfach null Einsatzvielfalt hat. Hier hat man wenigstens ein bisschen was. So, wir haben jetzt zwei Fahrzeuge. Ich habe jetzt erstmal nur wieder die Polizei vorgeschickt. Die haben jetzt hier mir gemeldet quasi zwei Fahrzeuge, Personen eingeklemmt. Da schicken wir also zwei Rettungswagen mal raus. Und wie parken wir die? Parken wir die einfach mal dahinter.
Ja, ich habe auch schon oft ich habe auch letztens erst wieder Kritik bekommen, habe ich aber auch schon öfters bekommen, dass ich meine Einsatzfahrzeuge immer vollkommen unrealistisch parke und werde dann gefragt, ja, hast du überhaupt was mit dem Rettungsdienst zu tun oder mit den Hilfsorganisationen, weil du parkst deine Fahrzeuge ja immer katastrophal, wo ich mir halt dann auch denke, das ist ein Spiel, was unterhalten soll, ich bin nicht vom Fach, mich interessiert das nicht, ob der Rettungswagen jetzt auf einen Zentimeter genau richtig positioniert ist, wie man das vielleicht in der Vorschrift lernt, das interessiert mich in dem Sinne recht wenig. Ich bin nicht vom Fach, ich kann es nicht richtig machen. Und selbst wenn, ist es hier ein Spiel, ich parke die Fahrzeuge so, wie ich es spieltechnisch am besten dann managen kann. Da habe ich manchmal auch das Gefühl, das vergessen viele, dass das ein Spiel für den einen oder anderen ist und nicht das echte Leben. Für mich ist es halt einfach nur ein unterhaltsames Spiel. Ich mag Rettungsdienst, habe ich ja schon öfters erzählt, ich finde es interessant. Aber ich kenne deswegen jetzt nicht die Vorschriften, wie man da genau zu parken und so weiter. Ich setze es einfach um, wie ich es mal in der Realität gesehen habe. Oder wie es einfach, wie gesagt, aus dem Spiel einfach am angenehmsten quasi finde. Ja, wenn ich jetzt das Fahrzeug hier mittig parke, weiß ich, habe rechts und links schön Spielraum, kann mit meinen Leuten da gut rumrennen, weiß, die backen nirgendwo hier fest, deswegen parke ich so blöd in der Mitte. Ja, dann wird es schon wieder in den Kommentaren vielleicht wieder Kritik hageln. Ja, du hast mittig geparkt, das ist doch total unrealistisch. Es ist ein Spiel. Und es wird auch nie ein Spiel geben, was hundertprozentig realistisch ist. Warum soll ich mich als unwissende Person, als Laie in dem Fachgebiet quasi ja, da so drum bemühen, dann hundertprozentig realistisch zu parken? Ich mach's so, wie ich es für ordentlich halte und so, wie ich es in der Realität schon gesehen habe. Und wie ich es halt spieltechnisch am einfachsten finde. Ja. So mache ich das. Und es soll einfach unterhalten und Spaß machen. Das ist immer die Hauptsache, finde ich. Es muss Spaß machen. Es muss schön aussehen. Es muss Spaß machen. Es muss unterhaltsam sein. Und solange das so erreicht ist, ist alles in Ordnung für mich. Wo habe ich den jetzt wieder zu früh losgeschickt? Eine Sekunde. Der war da schon in der Aufstehanimation. Warum muss der jetzt nochmal von vorne anfangen? Der da ist vergesslicher als ich. Wie heißt er? Felix Richter. Gruppenführer Felix Richter ist vergesslicher als Tommy. Haben wir es gerade gelernt. Das ist natürlich manchmal ein bisschen ärgerlich. Ich bin halt manchmal zu schnell. Gebe ich zu. Ich klicke manchmal schneller, als der Kopf denkt. Das passiert manchmal. Weil ich halt auch weiß, wenn ich jetzt falsch klicke, es wird niemand sterben. Oder wenn ich zu schnell klicke, es wird niemand sterben. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die trauen sich nicht am Computer irgendwie in die tiefer gehenden Einstellungen rein. Warum habe ich dann Verteiler aufgebaut? Ist realistisch. Die haben Angst, am Computer irgendwas zu drücken, weil sie dann denken, sie machen irgendwas kaputt oder es funktioniert nicht mehr. Ich klicke einfach alles, ist mir wurscht, weil ich weiß genau, am Ende kann ich es irgendwie wieder zurücksetzen. Ja, also mir ist das komplett wurscht. Und so ist es auch bei Spielen. Ich klicke vielleicht manchmal 10-mal falsch und verstell vielleicht alles, aber ich weiß genau, ich kann das alles ja wieder rückgängig machen. Also was habe ich zu befürchten, wenn ich mich mal falsch, wenn ich mal was Falsches klicke? Habe ich persönlich kein Problem mit, wenn ich mal was Falsches anklicke oder mal zu schnell klicke. Man kann alles irgendwie wieder rückgängig machen. Nichts ist da irgendwie dann in Stein gemeißelt und du kannst nie mehr deinen Computer retten. Gerade wenn man sich eigentlich mit der Thematik recht gut auskennt, ist einem da, glaube ich, sowieso vieles wurscht. Du probierst es einfach aus, was passiert. Wenn Scheiße passiert, machst du es halt wieder rückgängig. Das ist genauso beim BIOS. Wenn du da irgendwie rumspielst oder was verstellst, testest du es halt, fährst den Computer hoch, ja, ist es jetzt besser oder schlechter. Wenn es schlechter ist, machst du es halt wieder rückgängig. Wenn es besser ist, lässt es. Das ist ja, man muss da manchmal halt ein bisschen Eier zeigen in dem Sinne. Klar, man muss natürlich auch gucken, dass man wirklich nichts so macht, dass irgendwie die Hardware Schaden nimmt bei, aber ja, an Entspannungen und so weiter würde ich jetzt persönlich auch nicht rumspielen. Da sollte man sich schon ein bisschen mehr einlesen und nicht einfach wild drauf rumklicken, gebe ich zu, wobei das kann halt auch zu Instabilität vom System führen und spätestens, wenn es dann instabiler wäre, würde ich das auch wieder rückgängig machen. Das ist ja nicht so das Thema. Na gut, ist die Feuerwehr mittlerweile beim Buschbaumbrand? Ja, die ist da. So, diesmal aber, sicherheitshalber, normalerweise ist es nur ein Buschbaumbrand, also ist es beziehungsweise ein Buschbrand. Brauchen wir Atemschutz eigentlich nicht so wirklich, aber bevor es doch zu heiß wird, machen wir es einfach mal so. Haben wir einen Hydranten hier irgendwo? Ja, natürlich so quer über die Fahrbahn rüber ist nicht ganz so geil, aber passt schon.
So, der zweite Sunny kommt. Oh, oh, haben wir einen Notarzt hier? Nein, haben wir nicht. Ich habe mir gedacht, ich spare mir den einfach mal weg. Wenn jetzt der zweite noch piepst, dann drehe ich am Rad. Nein, kann natürlich passieren. Ich weiß jetzt nicht, wie heftig der Aufprall war, wobei mich das ein bisschen wundert. Weil ich meine, eigentlich ist es ja hier fast so eine Fußgängerzone oder ein Parkplatzbereich, wie man dann so schnell aufeinander prallen kann, dass beide den Notarzt brauchen. Naja, aber es kann immer halt was passieren. Gerade auch jetzt bei meinen Nachbarn. Die haben ein wunderschönes Auto eigentlich, ein wunderschönes Skoda. Und ja, der Nachbar ist bei der roten Ampel stehen geblieben. Problem war nur, dass das Auto dahinter nicht. Die haben an der Ampel gestanden und einfach ist denen hinten jemand draufgefahren. Da fragt man sich natürlich auch, wie besoffen muss man sein, dass du an der roten Ampel bei einem stehenden Auto voll hinten drauf donnerst. Das Auto hat sogar eine Anhängerkupplung und das hat alles einfach komplett verbogen bei dem Auto. Also die Anhängerkupplung hat es komplett reingedrückt und ich weiß jetzt nicht, ob das der komplette Rahmen vielleicht von dem Fahrzeug irgendwie verzogen ist. Keine Ahnung. Kann sein, dass das Ding jetzt ein Totalschaden ist. Ich weiß es nicht. Aber ist schon heftig. Da stehst du an der Ampel und hier fährt einfach hinten jemand drauf. Da denkt man sich auch nur, what the fuck. Ich meine, es kann mal passieren, dass eine Ampel rot vor dir wird, du voll auf die Eisen springst und der hinter dir hat einen Sicherheitsabstand nicht eingehalten, hat zu spät reagiert, fährt hier hinten drauf. Kann passieren. Ja, sollte nicht passieren, weil Sicherheitsabstand ist wichtig, kann aber passieren. Aber wenn du schon an der Ampel stehst und derjenige und dann kommt erst nach ein paar Sekunden jemand angefahren und fährt dir dann hinten drauf, dann fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, ja, woran hat es hier liegen? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre so böse. Ich bin ja eigentlich ein ruhiger Mensch und aber ich glaube, das wäre dann so ein Moment, wo ich mich doch aufregen würde und erstmal fragen würde, ob er das Handy in der Hand hat oder sonst was. Vielleicht vor Schock würde einem sogar noch die Wahrheit sagen, ich weiß es nicht. Und würde das vielleicht noch mit dem Handy aufnehmen, das Gespräch. Weil das kann mir keiner erzählen. Wenn du an der roten Ampel stehst, siehst du erstens die rote Ampel. Zweitens siehst du drei rote Bremslichter. Ja, Autos haben drei rote Bremslichter, modernere. Ganz alte Oldtimer nicht. Nein, die haben nur zwei. Aber alle Autos seit was für sich wie viele Jahren haben drei Bremslichter. Meistens auch LED, bei dem Fahrzeug LED, was richtig schön grell leuchtet. Das kann man doch nicht übersehen. Also ich kann doch nicht so blind auf eine Kreuzung zufahren. Das verstehe ich nicht. Und selbst, man kann ja mal die Ampel übersehen. Ja, kann passieren. Ist kacke, kann aber passieren. Aber ich übersehe doch kein Auto. Kein Auto und keine Ampel. Da fragt man sich, was wäre passiert, wenn das Auto von den Nachbarn nicht da gestanden hätte. Wäre er dann blind so über die rote Ampel gefahren? Das wäre vielleicht noch ein schlimmerer Unfall passiert. Weil so kaputt wie das Auto vom Nachbarn ist, hat er keinen Meter gebremst, als der aufgefahren ist. Und entweder musst du da voll aufs Handy geguckt haben oder irgendwo an die Seite aus dem Auto raus oder du bist während dem Autofahren eingeschlafen oder hattest einen medizinischen Notfall. Da hat er aber anscheinend nach dem Unfall ausgestiegen ist, der andere, und die haben gesprochen und so weiter und so fort, haben das abgeklärt alles. Kann er nicht irgendwie einen medizinischen Notfall gehabt haben. Das ist schon sehr, sehr fragwürdig, wie sowas passieren kann. So, der Notarzt kann da gerade mal begleiten und der kann gerade mal dort einsteigen. Die Feuerwehr würde ich schon mal wegschicken und mit der Polizei würde ich jetzt gerne doch endlich mal die Abschlepper dann rufen. Ich schicke dir gerade erstmal nach da hinten, solange hier vorne noch viel Gewusel ist. Und ich mache den Einsatzstopp gerade mal rein. Ich sehe gerade, ich habe hier auch noch die Fahrzeuge rumstehen, beziehungsweise ein Fahrzeug in dem komischen Kreisel. Schicken wir jetzt mal weg. Und ja, hier wird jetzt aufgeladen. Der Notarzt steigt jetzt noch ein, dann schicke ich das Fahrzeug auch los. So, die sind auf dem Weg. Die Feuerwehr fährt auch zurück, drängelt sich noch vor, rammt noch den Notarzt, fährt den Sunny noch um, fährt nochmal mit dem Patient, rammt noch die verunfallten Fahrzeuge und macht sich jetzt auf dem Heimweg. Wunderbar. Ja, ich gehe mal davon aus, im neuen Emergency hat man das mit diesen Parkplätzen und der Wegfindung da, oder dass die Rettungswagen einfach durch die anderen normalen zivilen Fahrzeuge einfach durchfahren können, so gemacht, weil Emergency hat mit der Wegfindung schon einfach immer Probleme. Die haben das, also ich bin bei Emergency 3 eingestiegen in Emergency und da gab es schon die Probleme, Emergency 4 gab es die Probleme, in Emergency 5 gibt es die Probleme mit der Wegfindung. Die werden sich einfach gedacht haben, wir verschwenden für den neuen Teil einfach gar keine Zeit in die Programmierung, damit wir das mal gescheit machen. Wir machen es einfach ganz faul und billig. Interessiert wahrscheinlich keinen. Mich interessiert's.
Und viele andere auch. Aber, naja. So, die sind auch dann losgefahren. Die Polizei würde ich jetzt auch wieder losschicken. Und die Abschlepper schicke ich einfach gerade mal da drauf. Die kommen von hier oben. Das ist im Moser-Abschleppdienst. Ich glaube, Moser hießen die. Wir folgen gerade mal genau. Moser. Moser-Abschleppunternehmen. Ja, habe ich ja schon öfters erzählt. Mein Auto war schon öfters mal auf so einen ADAC-Abschlepper drauf. Wobei, hier steht ja kein ADAC mehr drauf. Ist ja nur noch Abschleppdienst Moser. Oh, wir haben hier einen Stau. Warum staut sich hier? Weil, genau, ja, hier. Genau da. Ja gut, das würde ich gerade einfach nochmal hier rauskicken, damit sich der Verkehr wieder so ein bisschen auflösen kann. Einmal das Fahrzeug weg und das und dich und den und dich und weil ich gerade dabei bin, dich auch noch. Und hier sieht es, finde ich, auch sehr kriminell aus. Deswegen kommt das weg, der kommt weg, der kommt weg. Ja, hier habe ich ein bisschen Angst, dass ich das hart überschneidet. Die müssten eigentlich jetzt gleich weiterfahren, aber kann sein, dass sie nicht fahren wegen roter Ampel. Machen wir einfach gerade mal weg. Und dann haben wir hier Ordnung für die nächste Folge, weil ich würde jetzt im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Deswegen, sobald die Abschlepper die Fahrzeuge aufgenommen haben, würde ich einfach die Folge beenden. Hat der orange-gelb? Ne, es hat nur so gewirkt. Sah dunkelorange sah aus. Oder sah gerade der Frontblitzer hier einmal aus. Nö, passt aber. Ja gut. Ich würde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Geht jetzt fast 50 Minuten. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal, oder nicht den Kanal, oder auch den Kanal teilt, aber natürlich auch die Videos teilt. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, damit wir noch so ein paar mehr Leute hier auf den Kanal kriegen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Habt einen tollen Tag. Euer Tommy. Tschüss.